Hallo und herzlich willkommen im Car Ranger Einblick. Heute werfen wir gemeinsam einen Blick auf diesen 1991er Toyota Celica 4-Wheel Drive Turbo. Ja, und wir schauen uns an, warum diese Rallye-Legende so ein kleines bisschen untergegangen ist und wie schön doch die 90er sein können. Das hier ist ein Celica der fünften Generation, bereits ein T18. Und ja, da werfen wir erstmal einen Blick auf das Äußere, das Innere, die Technik, fahren eine Runde und zu guter Letzt gibt es einen Score. Ja, und dieses T18, die sind 1989 rausgekommen, sind also ein richtiges 80er-Jahre-Kind. Und ab 1990 gab es das hier, den Turbo mit Allrad, was das Ganze natürlich deutlich unterhaltsamer wird. Und ja, woher kennt man dieses Auto? Man kennt es vor allem daher, Moment, da war so ein Carlos Sainz und da war so eine Rallye-Weltmeisterschaft und das ist das Auto mit dem Toyota, der den großen Durchbruch hatte. Toyota war ja rallye-mäßig schon lange ambitioniert. Sie haben auch ein MR2 auf Gruppe B umgebaut und als er fertig war, Moment, gab es keine Gruppe B mehr. Und um dann wirklich erfolgreich zu sein, hat man dieses Auto gebraucht. Und allein schon designmäßig gibt es hier jede Menge zu entdecken. Das heißt, wenn ich hier nach vorne laufe, sehe ich ja hier schon bei diesen Lüftungsgittern, ach, die sind innen noch schön nett rot lackiert worden. Man hat hier schön die Hutze auf der Motorhaube. Daran erkennen wir auch, wir haben kein Carlos Sainz, aber eben ein Allrad Turbo. Und dann das beste Element überhaupt aus der damaligen Zeit. Klappscheinwerfer. Das heißt, Blinker unten, Standlicht, hier auch noch jede Menge Luftführung. Wobei, was heißt denn schon jede Menge? Für ein Auto heutzutage, was eine Sportvariante ist, würde man viel mehr zur Klüftung, viel mehr Luftanlässe und Ähnliches erwarten. Das war halt ein bisschen eine andere Zeit. Und jetzt natürlich das absolute Highlight für den einen oder anderen, wenn ich hier einmal aufmache und das Licht anmache. Ja. Genau, so sieht das aus. Das heißt, man hat Klappscheinwerfer. Der Grund, warum es sowas heute nicht mehr gibt, sind jetzt Menschen wie ich, so dumme Fußgänger, die im Weg stehen. Und so eine Kante, das tut schon ziemlich weh im Oberschenkel. Aber es hat halt ermöglicht, dass man damals so diese sehr flachen Linien bekommen hat, das Auto hier unten sehr tief. Und das bringt auch diese sportliche Wirkung mit. Und bei einigen Aspekten muss ich sagen, das sind halt diese End-80er, Anfangs-90er Autos wie ein Calibra und ein Celica. Auch der vorne sehr flach versucht zu zeichnen. Und Moment, es gab einen Vierzylinder-Turbo-Allrad, handgeschaltet mit 204 PS. Komisch, sowas erwartet uns halt hier, nur halt mit deutlich mehr Rallye-Pedigree irgendwie. Celica, der Name übrigens, ja, je nachdem wie man glaubt, kommt aus dem Spanischen somit, abgeleitet von ein paar Wörtern und soll dann himmlisch heißen. Moment, und dann gibt es ja noch Supra, Supra heißt dann darüber, es gab auch mal Celica Supra, also gibt es dann auch noch den überhimmlischen, das wäre dann so die Steigerung. Das Auto an sich, man merkt, also es ist noch viel vom Vorgänger mit vorhanden, aber deutlich runder. Das alles hier sehr weit abgerundet, auch am Heck sehen wir das gleich. Das ist genauso dieser Wandel zwischen 80er und 90er Jahre. Und die 90er waren halt deutlich weicher als diese harten, kantigen 80er. Ja, für viele sind wie gesagt die Klappscheinwerfer das Detail hier vorne, was interessiert. Aber für mich das hier, man hat so eine Luftführung hier oben auf der Motorhaube. Und das ist nicht so irgendwas nach. Nein, nein, das hatte man damals so. Ich weiß nicht, was es genau bringt, ob es nur für Windgeräusche da ist, ob es irgendwie Stabilität für die Motorhaube bringt oder was auch immer. Aber ein Spoiler auf der Motorhaube, das muss man erstmal haben. Typisch Rallye damals, klar, OZ Racing Felgen, in dem Fall 18 Zoll ein bisschen größer, als man damals in der Rallye gefahren ist. Aber allein schon diese weißen OZ Felgen mit roter Schrift. Also wer da nicht an Rallye denkt, der hat damals die besten Jahre der WRC so gefühlt verpasst, denn es war noch ein bisschen anders als heute. An sich die Kotflügel sehr weit ausgestellt, vor allem hier hinten dieses Element. Also wenn man so von schräg vorne drauf steht, was sich hier für eine Fläche ergibt, also ich finde es echt beeindruckend, was man da gemacht hat. Das sind so ja, Design-Highlights, nachdem man sich heute die Finger leckt. Wie groß ist sowas eigentlich? 4,44 Meter lang? Ja, okay, 1,75 breit. Mhm. Und ich sage immer, Sportwagen sind Autos, die unter 1,30 Meter hoch sind. Er ist exakt 1,30 Meter hoch, von daher erfüllt er da genau ja, die Vorgaben, die man irgendwo hat.
Der Spoiler hinten wird hier schon auf dem Seitenteil angesetzt und dann einmal komplett natürlich drumherum geführt. Und bei den Rückleuchten, wenn man das mit dem Vorgänger vergleicht, wir blenden hoffentlich ein Bild, dann merkt man, das Design ist ähnlich, aber es hat ja dieses 90er Jahre, man ist irgendwo weicher, harmonischer, runder geworden und wir kriegen nochmal Turbo, Four-Wheel Drive hinten mit angezeigt. Und damals, so eine Abgasanlage hat halt gereicht für die super sportlichen Modelle. Antenne ist hier mit in die Seite versetzt, links ist dann auch der Tankdeckel mitzufinden und es sind ja ein bisschen andere Zeiten. Unser Tim hat für völlig zu Recht angemerkt, er würde ja noch cooler dastehen, wenn die Räder noch breiter wären. Aber wenn wir 225er drauf, Anfang 90er ist das schon eine unvorstellbare Breite mit gewesen. So, und dann gucken wir gleich mal hier mit zum Kofferraum. Den kann ich uns von innen mal entriegeln. So sieht das dann übrigens aus. Das ist eine andere Zeit. Ja, wenn ich ein Auto auf- oder zuschließen will, habe ich ein Gerät, wo hinten nochmal schön Transmitter draufsteht. Und dann kann ich ihn abschließen oder auch aufschließen. So, und dann muss ich mich mal so eine Sekunde orientieren, genau. Man hat Toyota typisch links vom Fahrer sitzt zwei Hebel, einen für den Kofferraum, einen für den Tankdeckel. Und dann machen wir hier einmal, weiß nicht, ist er schon oben? Genau, er ist schon oben. Ja, ich habe dummerweise zu tief angefasst. Der eine oder andere wird es im kleinen Moment gelacht haben und denkt, ja, bei modernen Autos wäre das natürlich hier unten. Hier haben wir eine ziemlich hohe Ladekante. Das macht es unbequem, was das Ein- und Ausladen angeht. Andererseits, klar, ich kann jetzt hier einfach mal, also ich will jetzt nicht ziehen, weil der Verstärker hier dran ist, aber ich kann die Rückbank an sich umlegen, kriege dann eine relativ große Fläche. Das hier zählt als 217 Liter, das ist nicht sonderlich viel, aber ich kriege ziemlich sperrige Sachen eigentlich rein. Und man sieht doch mal, wie interessant gewölbt die Heckscheibe an sich ist. Also hier ging es darum, ein bisschen Klang reinzukriegen, aber nicht täuschen lassen. Hier ist einfach eine feste Platte anstelle von dem ja, klassischen Teppich drin. Vom Volumen her hat das jetzt gar nicht mal so viel gekostet. Und das gehört auch zu diesem 90s Flair irgendwie mit dazu. Ich kann auch von hier schon sehen, dass wir rote Gurte haben. Das ist ziemlich cool. Und ich kann sehen, dass die Sitze sehr nah an der Rückbank sind. Aber das wird euch natürlich nicht davon abhalten, jetzt zu sagen, ja, wie viel Platz ist denn auf der Rückbank, Alexander? Zeig uns das doch mal. Erstmal einmal richtig zu. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir uns hier reinzwängen. So, also Tim, einmal Rollentausch. Du darfst nach vorne, ich darf nach hinten. So, das heißt, ich fahre den Sitz erstmal ganz vor, klappe dann hier einmal. Also bestmögliche Gegebenheiten. Auto nur 1,30 hoch, das geht schon mal ganz gut. Oh, gefühlt bin ich gerade auf die Straße gefallen, macht ja nichts. Das heißt, ich weiß nicht, ob man das hier so ein bisschen sehen kann. Ansonsten spätestens, wenn wir es einblenden, das sind richtige Schalensitze. Oder ich würde mehr, also man sagt ja Bucket Seats im Englischen. Das sind also Eimersitze, trifft dann in dem Fall richtig, weil man fällt wie in so einen Eimer rein, in den man sich reinsetzt. Seiten halt nicht so wirklich, aber ich bin unten im Auto drin, da komme ich nicht mehr raus. Das ist gut, dass das so tief ist, dadurch kann ich meinen Kopf fast strecken. Ich bin dann aber wohlgemerkt nicht am Dachhimmel, sondern an der Heckscheibe. Ja, es gibt Lautsprecher, ich habe Armauflagen, ich habe jetzt keine Ablagen oder ähnliches, außer natürlich ein Ascher. Ja, ein Kind der 80er, da wurde noch geraucht. Und wenn man jetzt sieht, wo hier der Fahrersitz ist, wäre für meine Beine nicht wirklich Platz. So ein bisschen schräg, das geht schon irgendwie. 2+2 Sitze ist der klassische Ausdruck, den man da hat. Also es ist kein riesengroßes Coupé, aber vor allem kleinere Menschen kriegt man hier mal gut mitgenommen. Kopfstützen gibt es keine, aber hey, mein Kopf kann ja auch gar nicht nach hinten weg, weil ich am Dachhimmel festhängen würde. Das ist also im weitesten Sinne Sicherheit. Hier gibt es noch kleine Haken, um was aufzuhängen. Und dann war es das auch schon. Da hier unten dann der Bügel, wo der vordere Gurt geführt ist. Und ach, rote Gurte. Da freue ich mich schon. Wir sehen auch hier bei dem, gibt es ein bisschen Alcantara und Co., was nachträglich gekommen ist. Und wir schauen mal an, was der Besitzer hier alles so gemacht hat. Aber das rein und raus, also ja, das muss man wirklich wollen. Jetzt bin ich also hier vorne, wo man sein möchte. Auf der Einstiegsleiste steht nochmal sehr prominent Celica. Das ist jetzt keine Metallleiste oder ähnliches. Es ist halt einfach, simpel und funktional. Und das kann man auch an sich für einen Toyota-Innenraum aus der damaligen Zeiten ja sagen. MR2 und Co. alles ähnlich aufgebaut und vor allem ähnlich logisch. Wenn man sich da einmal zurechtgefunden hat,
dann weiß man auch, ja, wo alles ist. Das Wichtige bei dem Auto ist erstmal, ich habe diese Sportsitze, ich kriege ja einen ganz guten Seitenhalt. Oben rum könnte es ein bisschen mehr sein, aber ich sitze vor allem sehr bequem und habe halt alles an den Positionen, wo ich es brauche. Und dann fallen mir nochmal die Außenspiegel auf, da hätten wir eben auch einen Satz dazu sagen können. Ja, bei BMW M feiert man das ja heute so, dass man so diese Ecke mit rauswirbt. Hier hat man nicht nur diese Ecke, sondern selbst das Spiegelglas hat nochmal so eine Ecke, die mit reinläuft. Das ist schon wirklich ja, sehr sexy, was man damit gemacht hat. Ich finde es auch schön, dass sich das Armaturenbrett hier so um das Kombi-Instrument drumherum wirbt, für mich als Fahrer. Ich stehe hier im Mittelpunkt, das heißt Klima habe ich hier auf der Seite und auch diese Lüftungsdüsen, alles für mich zugeschnitten. Der Beifahrer, ach, der kriegt da irgendwas, der kann sich schon mit irgendwas anderem beschäftigen, soll er doch hier am Radio rumspielen. Wenn wir schon beim Radio sind, klar, das ist nicht original, aber hier ist ein Doppeldienstschacht drin und dann ganz beliebt Getränkehalter. Während ich hinten also nichts hatte, könnte ich hier vorne sogar eine Kleinigkeit trinken. Drunter ein Ascher, denn wenn hinten geraucht werden darf, ja, dann wohl auch vorne. Und ganz spannend hier, natürlich ist das nicht im Original mit Alcantara gewesen. Das hat in dem Fall der Besitzer hier nachträglich erledigt. Und an der Stelle auch ganz spannend Sitzheizung. Das heißt links, rechts und was noch? Hinten. Ja, bei vielen Autos ist es üblich, dass ich mit einer Taste die komplette Rückbank an- oder ausknipse. Aber ich habe hinten kaum Platz. Aber immerhin friere ich nicht, wenn ich hinten sitze. Das heißt für kleinere Menschen doch ganz interessant. Dann noch Schaltknopf an der Seite auch nochmal schön mit TRD und mein Handbremshebel. Das ist halt sowas, ja, das sollte man wahrscheinlich eher seltener anfassen. Das ist jetzt nicht das allertollste Material. Dafür sind halt Lenkrad und Schaltknopf hier ganz gut. Und dann hier noch meine Spiegelverstellung und eine Mittelarmlehne. Und dann habe ich an sich schon so das Wichtigste für mich mit zusammen. An Bedienmöglichkeiten, wenn wir da mal durchgehen, in der Tür, Fensterheber ist klar. Dann hier Lüftung an, aus. Ich kann meine Helligkeit vom Kombi-Instrument anstellen, habe eine Leuchtweitenregulierung, Scheinwerferreinigungsanlage. An den Hebel ist soweit klar. Das heißt, ich habe hier mein Licht mit dabei, ich habe hier meine Wischer mit dabei. Alles rund um das Thema Klima und dann ist man eigentlich soweit auch schon durch. Hier oben gibt es noch einmal die Beschriftung für Tilt und einmal für Slide. Das macht logischerweise alles, was für mein Schiebedach wichtig ist. Ich habe sogar hinten eine separate Innenraumbeleuchtung. Also man ist bei Toyota schon davon ausgegangen, dass man auf jeden Fall auch hinten sitzt. Damals, als es noch solche wunderbaren Prospekte gab. Ich gucke auch mal ganz spontan, gibt es da auch stolze Menschen, die hinten sitzen? Nein. Menschen, die hinten sitzen, gibt es ja auch nicht. Aber damals hat man sich halt im Prospekt so über einen schwarzen Celica gefreut. Und das ist halt das, was man als Besitzer draus machen kann. Ganz interessant im Kombi-Instrument. Geschwindigkeit und Drehzahl ist klar. Das kriegt man bei allen Autos irgendwo mit. Wassertemperatur und Tankfüllstand auch. Aber wir haben auch hier noch eine Ladedruckanzeige, mit die man sagt Minus, Plus, alles klar. Dann weiß man Bescheid. Und bei Toyota fand ich es immer ganz sympathisch, diese Bezeichnung im Kombi-Instrument, damit man nochmal genau weiß, was für eins in dem Fall hier ein A 30. Auch ganz lustig bei manchen japanischen Autos, ich habe hier unten eine Lüftungsdüse. Ob die jetzt nur für meine Knie oder für meinen Genitalbereich oder wofür auch immer ist, weiß ich nicht. Aber ich habe da eine Lüftungsdüse. Das heißt, ich habe nicht nur die hier oben, sondern ja, ist halt eine Lösungsoption. Und dann sind wir hier soweit auch schon durch. Das eigentlich Spannende ist halt, es gibt eine Economy-Anzeige im Drehzahlmesser. Der geht allerdings bis knapp 7. Und wenn wir schon so über so viel Rallye gesprochen haben und so viele Besonderheiten, würde ich sagen, ja, wir haben nicht nur Rallye-mäßiges Wetter und es muss bei schlechten Bedingungen funktionieren. Warum das bei schlechten Bedingungen so gut funktioniert hat, dass man Rallye-Weltmeister geworden ist, das schauen wir uns jetzt mal vorne an. Dann kommen wir zur Technik und erstmal, Tim, für dich spannender Moment. Achtung, Klappscheinwerfer, das ist das Beste, was es für die Menschen gibt. Achtung. Wunderschön, oder? Und es ist ein Toyota, also funktionieren sie. Und das ist auch das, was man im Allgemeinen so über die Technik sagen könnte. Denn jetzt muss man sich halt mal so ein bisschen in der Zeit zurückversetzen. Wir sind also in Jahren unterwegs, wo man, Moment, jetzt erstmal eine Sekunde orientieren. Wir sind also in einer Zeit unterwegs, wo jemand ein GTI mit 129 PS oder sowas hat und sagt, ich bin schnell. Dann kommt der Nächste und sagt, ich habe einen 16V-Kadett, ich habe 150 PS. Und dann gibt es halt diese über 200 PS Allrad-Autos. Also mir fällt jetzt spontan der Calibra und halt der Celica ein, die so eine Größenkategorie sind. Das heißt, das ist krank schnell und krank viel Leistung für die damalige Zeit. Und das halt hier auch noch stabil hinzubekommen. 3S GTE ist dann irgendwie so das Zauberwort. Das ist halt das Beeindruckende. Ja, auch klar, hier hat er so ein bisschen Farbe bekommen. Die hat er natürlich nicht ab Werk. Aber jeder kennt ein Auto, das 30 Jahre alt ist. Da werden alle Schläuche mal porös und so weiter und so fort. Und wenn man es schon tauscht, muss man einerseits nehmen, was man kriegt. Und andererseits kann man da ja auch mal so ein bisschen Farbe mit ins Spiel bringen.
wie schon erwähnt, 204 PS, dann auch dazu 275 Newtonmeter und ein Leergewicht von 1450 Kilo, was für einen Allradler doch gar nicht mal so verkehrt ist. Ja, dann die ganzen technischen Angaben sehen so ein bisschen auseinander. Was man häufig findet, 230 Höchstgeschwindigkeit und 6,9 Sekunden von 0 auf 100 Verbrauch 9, aber wen interessiert es denn? Von diesen Autos, wenn man mal so durchschaut, da sind weniger als 100 Stück irgendwo in Deutschland zugelassen. Das bedeutet, irgendwie einen sinnvollen Verbrauchmix für Pendler oder sowas gibt es nicht. Denn viele davon sind inzwischen weggestellt als zukünftige Rarität und so viele Kilometer werden nicht gefahren. Es ist ja vorne auch allgemein sehr schön, wenn wir nicht nur dieses Twin Cam 16 lesen, das haben wir zum Beispiel auch beim MR2 gelesen, sondern auch noch Twin Entry Turbo. Und ja, vielleicht hört ihr es, dass Marder hier vorne nicht ganz so willkommen mit sind. Und das ist insgesamt schon ein sehr schöner Anblick. Sehr schön ist auch, wenn man dann halt nicht immer liest, dass alle Motoren sofort platt sind, sondern mehr so Kleinigkeiten wie, ja, man soll darauf achten, wann der letzte Zahnriemenwechsel war und so weiter und so fort. Und eher das Thema ist, ja, kriege ich dann alle Teile, die ich brauche? Da hat die Fahrzeuge halt inzwischen schon ziemlich selten sind. Aber allein schon dieser Blicke drauf und zu lesen, Toyota CT26. Also mir persönlich macht das Freude. Das ist halt noch ja, eine richtige Technik und ein richtiger Motor. Also Kopfdichtung zu tauschen gegen die vom Nachfolger, wie ich gehört habe, das macht wohl durchaus Sinn. Der eine oder andere schreibt, dass sie gerne mal zum Ölverbrauch neigen, beziehungsweise auch ja, Turbos wie dieser, das Getriebe, wo man ein bisschen strapazieren könnte. Das hängt dann aber wieder von der Fahrweise ab. Und wenn ihr jetzt einen Vorbesitzer findet, der das Ding jeden Tag rallymäßig über den Feldweg geprügelt hat, wird das vielleicht ein bisschen anderer Verschleiß sein als bei ja, den Durchschnittsturbos und da wäre dann mehr drauf zu achten. An sich hat man beim Celica, das ist so das technische Musterauto von Toyota, was man so als erstes mit in den Ring schickt. 1989 war es auch das erste Auto mit einem PC-gestützten Fahrwerk. Das heißt, auch das hydraulisch geregelt. Ja, das erinnert erstmal so ein bisschen an das, was Citroën gemacht hat. Ist ähnlich wie beim Xantia Activa. Das Ganze so gesteuert, dass ich wenig Seitenneigung habe und so weiter. Und das hat schon Ende der 80er Jahre. Erst Ende 90er kam dann Mercedes mit einem sehr ähnlichen System, ABC-Fahrwerk, das wohl immer kaputt geht. Und bei Toyota hat man es halt 10 Jahre vorher gehabt und es geht nicht so häufig kaputt. Aber das sind dann so Besonderheiten, ja, die halt irgendwo mit auffallen. Und dann merkt man, das ist halt technisch damals ein Highlight gewesen. Und ich weiß, 2 Liter Vierzylinder Turbo mit 200 PS oder 204 wie in dem Fall, klingt jetzt nicht super, super aufregend. Aber Anfang der 90er war es das definitiv. Und sowas klingt auch anders als heute. Und das ist das, was wir ausprobieren. Wer dann noch 4 PS mehr haben möchte, der kann auch zu einem Carlos Sainz greifen. Der hat dann auch noch ein anderes Differential. Und der ist auch noch ein Tick breiter. Und der hat vor allem auch eine andere Motorhaube. Das sind dann aber Themen, wo ich sage, ist es so viel Geld wert, was man dafür mehr bezahlt? Ich glaube schon fast nicht. Ist dann aber wohl eine Geschmackssache. Denn in jedem Fall ist es eine Herausforderung, überhaupt einen zu finden, mit dem man unterwegs sein möchte. Und von daher würde ich sagen, wir hören uns das mal an, wie sich halt vor 30 Jahren ein 2-Liter-Turbo-Vierzylinder angehört hat und wie sich das Ganze so fährt. Die ersten Meter mit dem Celica waren erstmal ganz entspannt, weil man sieht das kleine Lenkrad, hat so dieses sportliche Auto und denkt so, oh, jetzt muss ich hier richtig arbeiten, aber das geht eigentlich ganz, ganz gut. Und bei so einer kleinen, jetzt merkt man, wie wendig dieses Auto ist. Das heißt, hier passiert super viel und man hat auch nicht so dieses Gefühl, man hat so ein frontlastiges Auto, was irgendwie da träge ist, sondern das wirkt sehr dynamisch jetzt. Unabhängig davon, wie schnell ein Slalom wird oder irgendwas ist, einfach so diese Wirkung kommt da gut durch. Ja, was ich auf jeden Fall eigentlich sagen wollte, ist so dieses, das wirkt sehr, sehr leicht alles. Und dann kann man denken, ja gut, es fährt dann doch vielleicht gar nicht wie ein Sportwagen, sondern wie ein normales Auto. Und dann denkt man wieder, ja, normale Autos, die haben ja heute auch so einen 2 Liter Vierzylinder. Aber dann, wenn man so, nur so ein bisschen ans Gas geht, dann... Ah ja. So klingt hier Ansaugung also. Das heißt, das weicht so ein bisschen von dem ab, was man heute irgendwo kennt. Und allein das sorgt schon für Emotionen. Damit man es nicht völlig übertreibt, kriegt man hier auch unsere Economy-Anzeige, die ist eigentlich immer zwischen ich rolle und bin auf grün oder ich tippe das Gas nur an und wir sind schon orange irgendwo hin und her springen. Und wenn ich halt noch mehr Emotionen will, dann achte ich nicht auf Economy, sondern ich achte einfach immer auf meine Ladedruckanzeige.
Wir sind jetzt die ganze Zeit im vierten, jetzt sehen wir die ganze Zeit, ja, warum gehen wir denn nicht in den fünften? Die Übersetzung ist für ein japanisches Auto aus der Zeit verhältnismäßig lang, wenn man es jetzt noch mit so Sachen wie ein Integra, ja, der kam deutlich später, wenn man sowas vergleicht, die sind alle super kurz, viel Drehzahl und hier haben wir halt ja diese Turbo-Charakteristik und auch eine längere Übersetzung. Das wird einem auch bei einer längeren Reise dann schon ein bisschen mehr Freude machen. Was auch Freude macht, ich schaue nach vorne, ich sehe diese Lufthutze und wenn ich mir jetzt denke, ja, das reicht mir nicht an Emotionen, dann mache ich jetzt einmal das Licht an und sehe halt auch wieder genau, wo ja die Positionierung von meinem Fahrzeug ist, indem ich die Klappscheinwerfer oben habe. Dadurch Übersicht nach vorne finde ich gigantisch gut. An der Seite geht es auf und auch hin. Der Flügel hilft mir. Das ist ein Auto, das mit emotionalen Dingen mir hilft, rationale Sachen wie Einparken und Ähnliches zu erledigen. Und dann muss ich sagen, so bei 75 im vierten wohlgemerkt, ist die Lautstärke im Innenraum eigentlich okay. Er hat so eine gewisse Präsenz, sage ich mal. Und das Auto schon so als Wochenendsauto, aber es ist jetzt noch nicht super unangenehm. Und man sitzt bequem, hat dafür, dass die 18 Zöller drauf sind, noch verhältnismäßig viel Restkomfort. Das heißt, wenn man das Auto wirklich schnell oder komfortabel fahren will, braucht man höchstwahrscheinlich die kleineren Räder. Das heißt, aus fahrdynamischen Gründen ist das jetzt nicht die sinnvollste Kombination. Wenn aber irgendwo jetzt eine Glasfassade ist und man sich darin spiegelt, dann hat sich wahrscheinlich ja diese Entbehrung irgendwo gelohnt, zumal die Unterschiede ja nicht riesig sind, außer man will jetzt wirklich auf die nächste Rallye-Prüfung damit. Und dafür sind die Autos schon ein bisschen zu schade, denn ich habe da mal so geschaut, vielleicht will man sich ja selber einen holen und ich habe kein Auto in Deutschland gefunden. Und dann landet man wieder irgendwo in Spanien oder so, wo man hin muss, um sich sein Allrad-Turbo-Celica zu holen. Und das ist dann doch ein bisschen traurig. Und ja, der eine oder andere erwartet jetzt auch ein bisschen mehr Beschleunigung, aber nein, das Auto kommt erstmal so ein bisschen ins Leben. Und ich tippe das Gas mal an und das macht doch Freude. Wir haben jetzt die Ladedruckanzeige ganz ins Plus. Wir sind bei unseren 100 und das ist schon was sehr Emotionales. Und ja, dann ist es mir auch fast egal, dass Toyota damals super Soundsysteme und ähnliches eingebaut hat. Denn das hier ist so diese Rallye-Atmosphäre. Ein schwarzer Celica. Dann haben wir hier auch noch den Streifen mit bei der Windschutzscheibe, das so leicht die oberste Ecke getönt. Natürlich darf man sie nicht die ganze Scheibe tönen, aber das bringt sehr viel Flair mit rein, noch mit dem kleinen Lenkrad. Jetzt sagen viele von euch wieder, ja, ist doch verbastelt. Aber das sind alles Dinge, die ich zurückrüsten kann. Und bevor ich jetzt so ein riesen Klopper komisches Lenkrad habe, bringt das schon ganz schön was mit an Flair rein. Und wir sind halt auch in einer Zeit unterwegs, wo es völlig legitim war, irgendwo ohne Airbag unterwegs zu sein. So, und jetzt, wenn wir schon so ein bisschen gefahren sind und niemanden im Weg stehen, kann man ja mal gucken, okay, wir gehen mal einen Gang tiefer in die 3 und gucken einfach mal so. Und das ist das, was der heutige Turbofahrer irgendwie nicht gewohnt ist. Nämlich, ich bin so bei 2.000-3.000 Umdrehungen. Ja, aber der Turbo macht ja noch gar nicht so viel. Und dieser Punch untenrum, den man heute bei diesen Turbofahrzeugen so haben will, den hat man hier viel weniger. Das heißt, der Turbo kommt viel, viel später. Und so im ersten Moment tritt man so ein bisschen quasi ins Nichts rein. Und das ist aber auch so ein Auto, oder das ist auch so eine Tatsache, was die Autos aus der Zeit irgendwo ausmacht, dass sie halt ein bisschen Charakter da haben. Ja, natürlich fahre ich dann irgendeinen GTI oder was weiß ich aus der aktuellen Zeit, fahre ich dann deutlich, deutlich dynamischer, einfach weil die Autos halt dieses mehr an Leistung haben. Und wir probieren dann hier mal diesen typischen, ich nenne es jetzt mal Car Ranger Wendetest, ob wir den hier hinbekommen. So, Lenkung, wie gesagt, sehr leicht. Alles klar, gerade niemand da. Also der Wendekreis da ist ein absoluter Traum. So, dann fahren wir hier einmal los und können so ein bisschen. Das ist ein Turbo, der Drehzahl braucht. Und das ist was, das ist heute so ein bisschen Ausschlussthema, nämlich man sagt entweder man, ja, diese Sauger, die brauchen Drehzahl oder ein Turbo, der kommt schon unten rum. Und das ist halt Oldschool Turbo, unten rum passiert nichts. Und man hat den Turbo halt nicht gehabt, um das Leistungsband sonderlich zu verändern und das Auto unten rum fahrbarer zu machen, sondern man hat den Turbo drin, damit ich mehr Spitzenleistung bekomme. Also das ist eine wirklich unterhaltsame Sache und dazu halt immer bei der kleinsten Lenkbewegung ist hier
das Auto wieselflink mit dabei. Jetzt könnte man auch denken, gut, wir fahren 100 und fahren quasi, Slalom ist es jetzt nicht, aber wir fahren so ein bisschen kurvenmäßig. Und Seitenneigung, es ist eine andere Zeit gewesen. Klar, aktuelle Autos kriegen das vielleicht noch besser hin, aber Anfang 90er, wenn man das mit einem Auto 100 so gemacht hat auf der Landstraße, hast du normalerweise diesen hier gemacht. Nein. Macht der Celica einfach nicht. Und von daher würde ich sagen, wir gucken uns dieses schöne Stück jetzt, wo das Wetter besser ist, auch noch mal eine Sekunde von außen an. Und ich lasse es mir natürlich nicht nehmen, mir das noch mal so ein kleines bisschen anzuhören hier. Wir starten mit einer traumhaften Funktion ins Fahrzeug. Tim, das ist keine Ahnung, was auf dich zukommt. Okay? So, erklär doch diesen Aufkleber, den wir haben. Wir haben ja quasi Lenkrad-Memory. Mechanische Lenkrad-Memory, ist voll geil. Das heißt, ich würde jetzt mit dem Auto losfahren wollen, ziehe mir dafür das Lenkrad nach unten in Position, um loszufahren. Das ist jetzt die eingespeicherte Position. Wenn ich jetzt irgendwo angekommen bin, das ist ja voll unbequem, hier rein und rauszukommen in so einem flachen Auto. Das heißt, in dem Moment, wenn ich das Auto verlasse, klappt das Lenkrad nach oben. Und dann, wenn ich es einfach ziehe, es wieder nach unten. Hat auch so einen leichten Formel-1-Touch, immer mein Lenkrad, wo man es ja drauf drunter macht. Und hier fürs Ein- und Aussteigen. Das alleine war doch ein guter Einstieg ins Fazit. Und das zeigt auch, mit wie viel Liebe und Leidenschaft man damals an dieses Thema rangegangen ist. Es ist halt so ein Auto, das man auf deutschen Straßen vielleicht so einmal im Jahr irgendwo sieht, das jetzt nicht diese riesen Fangemeinde hat, wie irgendwie ja, Mercedes, BMWs, irgendwie sowas aus der Zeit. Wenn man jetzt, was weiß ich, an den 190er als 2-3 Liter Evo denkt oder ähnliches, ja, da Mercedes ist damals mit Rennen gefahren und heutzutage leckt sich jeder die Finger und gibt alles dafür aus, um einen zu kriegen. Und hier, ja, so ein Carlos Sainz, der geht schon ins Geld. Aber das ist jetzt nicht so, dass so viele Menschen davon träumen. Und das ist ein bisschen schade. Das ist so diese untergegangene Rallye-Ikone. In Delta Integrale, da rasten schon alle völlig aus und die Preise sind völlig geisteskrank. Hier ist das noch ein bisschen besser. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Denn alleine hier vorne Klappscheinwerfer zu haben und dieses durchgehende Band, auch wie das von der Struktur ist, das sind alles so Sachen, ach, die kommen eigentlich nicht aus der Mode und werden ja mit der Zeit immer attraktiver. Das Problem jetzt beim Car Ranger Score, da würde er gar nicht so viele Punkte kriegen. Das ging doch schon bei der Anschaffung los. Ja gut, preislich, der ist nicht so abgehoben wie ein Delta. Das heißt, ich kriege schon einen für Geld, das ganz okay ist. Und dann, ja, sowas liegt vielleicht bei, sagen wir mal, 15. Man kann vielleicht doch mal ein Carlos Sainz für 25 kaufen. Das sind jetzt keine Riesenbeträge. Ich finde in Deutschland aber keinen Allrad-Turbo-Celica im Moment zum Kaufen von dieser Generation. Einen in Spanien. Das heißt, ich müsste erstmal nach Spanien kommen, mir das Auto anschauen und hoffen, dass ich alles verstehe, was da so los ist. Und ich kann nicht mal mit dem Vorbesitzer richtig sprechen. Das heißt, an der Stelle, trotz der verhältnismäßig niedrigen Preise für ein Zukunftsversiegel, gibt es da nur 5 Punkte. Und beim Unterhalt gebe ich mir jetzt nur 4, denn selten bedeutet immer ein bisschen schwierig, das Auto auf Dauer zu unterhalten. Jetzt mit solchen Felgen zu organisieren, ja, da machen die OZs wahrscheinlich sogar mehr Sinn als die Originalfelgen. Aber wenn jetzt irgendwas hier kaputt geht und ich mal einen Kotflügel brauche und ähnliches, naja, ich kann halt nicht wie bei meinem Polo zum nächsten Autoverwerter gehen und das fragt mich, ist das schwarz, willst du silber, willst du rot, willst du blau, sondern ich muss das nehmen, was ich irgendwo kriege. Und das ist schwierig. Und mein Verbrauch wird immer zweistellig sein. Und wenn ich Spaß am Fahren habe, verbrauche ich halt mal 13, 14, 15 Liter. Das tut schon weh, daher nur die 4. Beim Platzangebot gibt es 5 Punkte, denn hier sitze ich wirklich gut und hinten kann ich relativ viel reinladen. Das heißt, es ist von der Raumausnutzung her völlig in Ordnung. Es ist halt ein 2 plus 2 Sitzer. Man darf nicht denken, dass die Rückbank eine sinnvolle Funktion für Menschen hat, außer kurze Strecken zu überbrücken. Man kann damit auch von hier nach Hamburg fahren, muss man aber nicht. Beim Thema Komfort gibt es dann 4 Punkte. Klar, die 18er machen ihn noch ein bisschen härter. Und ich habe relativ viel Geräuschbelastung im Innenraum. Mit diesem Auto wollte man Rallye-Weltmeistertitel gewinnen. Man wollte Technik auf die Straße bringen. Egal, ob jetzt meine Hinterachse da ist, die irgendwie mitlenken kann. Egal, ob es ein aktiv verstellbares Fahrwerk ist und solche Dinge. Das heißt, mit sowas hat man damals gearbeitet und das war wichtiger. Und da sind diese 4 Komfortpunkte durchaus in Ordnung. Beim Wiederverkauf gibt es jetzt ganze 8. Es werden halt kaum welche angeboten. Und es ist und bleibt eine Rallye-Ikone. Das sieht gut aus und ich habe halt nicht unendlich viel Geld ausgegeben. Über die Zeit gesehen kann man da vielleicht sogar den ein oder anderen Euro plus machen. Macht auf jeden Fall in Summe 26 Punkte. Für meinen Kopf ist jetzt nicht das vernünftigste Auto.
Es ist allerdings herzmäßig, ganz vorne, wenn diese Scheinwerfer mal nach oben klappen, wenn ich diese breiten Backen sehe. Aber auch diesen Bereich hier hinten, das finde ich schon sehr gelungen. Ich finde auch den großen Flügel vom Nachfolger ganz interessant. Das ist ein schöner Auto, das meinte, der kriegt jetzt ganze 8. Und bei 8 bleibt es auch für den Fahrspaß. Ja, heutzutage, man ist halt noch mehr Leistung gewöhnt. Das drückt einen jetzt nicht in den Sitz und ist nicht zu bändigen. Also dieses direkte Gefühl, anfangs 90er, 2 PS Allrad, dieses direkte Gefühl, also da kommt Freude auf und das unterhält eigentlich bei jeder Geschwindigkeit, weil es ein sehr emotionales Fahren ist, mit einem heutigen 2 Liter Turbo nicht zu vergleichen. Beim Thema Ausstattung gibt es jetzt 4. Ja klar, die haben damals technisch, was Fahrwerk und alles angeht, auch Lautsprecher, alles Mögliche reingepackt, aber das, was ich bei einem heutigen Auto kriege, na, das gab es halt damals einfach nicht ab Werk. Beim Klang gibt es jetzt 7 Punkte. Es ist viel emotionaler als die heutigen Vierzylinder, aber es ist jetzt halt kein besonderes Röhren oder ähnliches. Es ist dieser gesunde Kompromiss zwischen, es ist hörbar, aber ich werde nicht direkt Anzeige ist rausmäßig von meinen Nachbarn begrüßt. Beim Thema Image, da kommen wir dann zum Ende, da gibt es dann nochmal 8. Es ist noch so dieser verkannte Rallye-Größe, aber ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen mit Autos beschäftigt hat oder auch in der Jugend irgendwie die Rallye verfolgt hat, dem der Name Carlos Sainz was sagt und bei Sainz nicht sofort an Formel 1, sondern mehr an Rallye denkt, ja, die freuen sich auf jeden Fall. Und das macht dann nochmal 35 und in Summe 61 Punkte, die der Celica bekommt. Gar nicht mal so viel für ein super emotionales Auto. Aber das ist halt auch der Punkt, das will jetzt kein perfektes Alltagsauto, das alles kann sein, sondern das, was er ist. So ein Rallye-Fahrzeug für die Straße, ein Zeitzeuge, was Anfang der 90er irgendwie möglich war. Ja, denn aus Deutschland würde es nur ein Calibra einfahren. Und ein Calibra hat halt nicht die Rallye-Attitüde, sondern die DTM-ITC-Attitüde. Und da gehen dann so die Meinungen halt ein bisschen auseinander. Ja, wie steht ihr zum Celica? Das wäre wie immer eigentlich die Frage. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Euch bis dann einmal gute Fahrt. Ciao.